Die Volksbibel kennt ihr ja schon. Ich lese jetzt aus Matthäus 14, Vers 14 bis 33. Besteht aus zwei Teilen. Erster Teil, 5000 bei Jesus McDonald's. Jesus kam mit seinem Boot nach einiger Zeit wieder ans Land. Viele Leute waren ihm gefolgt und wollten Hilfe. Die Menschen taten ihm leid und darum heilte er alle, die krank waren. Abends kamen dann seine Leute zu ihm und meinten, Jesus, ganz schön spät geworden. Außerdem ist auch gar nichts los hier. Lass doch die Menschen gehen, damit sie sich bei McDonald's was zu essen holen können. Jesus sagt dazu nur, nein, das ist jetzt überhaupt nicht angesagt. Ihr könnt ihnen auch was zu essen machen. Aber wir haben gerade mal 5 Brötchen und 2 Frikadellen am Start, meinten die Schüler zu ihm. Das reicht nie und nimmer. Locker bleiben. Her damit, sagte er. Pflanzt euch einfach auf die Wiese, sagte Jesus zu den Leuten. Und dann nahm er die 2 Frikadellen und die 5 Brötchen, sprach ein Tischgebet zu Gott und verteilte die Teile an seine Schüler, die es dann an alle anderen weiterreichten. Ja, und das Unglaubliche passierte. Es reichte dicke und alle waren nach dem Essen pappsatt. Schließlich sammelten sie die Reste am Abend noch ein und da kamen sage und schreibe 12 volle Einkaufswagen zurück. Ungefähr 5000 Männer waren dabei gewesen. Ja, dazu noch die Frauen und die Kinder, die man nicht mitgezählt hatte. Der zweite Teil. Jesus kann auf dem Wasser gehen. Nach diesem Essen meinte Jesus zu seinen Leuten, es wäre jetzt angebracht, in das Boot zu steigen, um ans andere Ufer zu fahren. Als er die Menschen weggeschickt hatte, hatte er Lust, noch ein wenig allein mit Gott zu reden und ging dazu in der Nacht auf einen Berg. Seine Freunde fuhren auf dem See, als plötzlich ein ganz derber Sturm aufkam. Sie bekamen ziemlichen Schiss. Ja, es war starker Gegenwind und sie drohten zu kentern. Und so gegen 4 kam ganz plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser auf sie zu. Jesus! Als sie ihn da gehen sahen, ging der Punk erst richtig ab. Sie hatten volle Granate Angst und dachten, es wäre irgend so ein Geist oder sowas. Jesus ließ sich aber nicht lange zappeln und rief ihnen zu, »Hey Jungs, keine Panik, ich bin's doch nur.« Petrus war total geplättet. Er rief zurück, »Hey, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, dann will ich das aber auch können. Ein Wort von dir genügt doch.« »Ja, tu dir keinen Zwang an,« lachte Jesus. »Komm, wenn du willst.« Gesagt, getan, Petrus stieg aus dem Boot aus, und das Unglaubliche passierte, er konnte tatsächlich auf dem Wasser zu Jesus gehen. Aber plötzlich bemerkte Petrus die großen Wellen, die um ihn herum waren. Er verlor Jesus aus dem Blick und bekam plötzlich voll die Panik. »Hilfe, Jesus, ich ertrinke!« schrie er und ging unter. Jesus rannte schnell zu ihm, packte seine Hand und zog ihn aus dem Wasser raus. Er konnte sich den Spruch aber nicht sparen, »Hast du so wenig Vertrauen, Petrus? Ich hab's dir doch gesagt. Mir kannst du es echt glauben.« Beide gingen dann zusammen zum Boot und sobald sie an Bord waren, verschwand der Wind von selbst. Die anderen waren alle schwer beeindruckt, knieten sich vor Jesus hin und sagten, »Ganz sicher, du bist wirklich Gottes Sohn.«